Fangen dann mit dem Thema Alignment weiter. Und heute werden wir dynamisches Verhalten von Kennzahlen ein bisschen versuchen zu verstehen. Ihr solltet in Google ResearchGate suchen und dann mein Profil und dann solltet ihr nach einem Paper suchen, der heißt Nemawashi. PDF ist öffentlich. Könnt ihr herunterladen. Einfach herunterladen, ausdrucken und lernen. Okay? Das Ding ist prüfungsrelevant, was da steht. Wir sind heute ein bisschen drüber. Nemawashi ist ein japanisches Konzept. Bedeutet buchstäblich den Boden vorbereiten, bevor ich einen Baum einpflanze, muss ich halt den Boden ein bisschen vorbereiten, damit dieser Baum die Wurzel halt gesund einsetzen kann. Und den Boden vorbereiten bedeutet im übertragenen Sinne die Konditionen schaffen für Alignment. Okay, Konditionen für eine gemeinsame Ausrichtung. Das Beste ist, dass wir anhand eines Beispiels das Ganze darstellen. Jetzt stellt ihr euch vor, wir haben einen Werkleiter, der hat einen Mitarbeiter, das ist der Produktionsleiter. Und dieser Herr, der Produktionsleiter, ist aufgefordert, mit drei Kennzahlen an seinem Chef zu berichten. Okay. Einmal Qualität, einmal Produktivität und einmal Durchlaufzeit. Qualität gemessen in Parts per Million. Produktivität gemessen in OEE, Overall Equipment Efficiency. Und Durchlaufzeit gemessen in Zeiteinheiten. Sind PPM und OEE bekannt? OEE, Overall Equipment Efficiency, sind KPI.
der lässt sich zusammenstellen aus drei verschiedenen Faktoren. Die dann zwischen 0 und 1 sind, die man dann multipliziert. Faktor 1, Faktor 2, Faktor 3. Man multipliziert die und dann kommt man hier auf eine Zahl zwischen, auch zwischen 0 und 1. Und man möchte halt so nah wie möglich an dem 1 kommen. Diese drei Faktoren kann man aus unterschiedlichen Art und Weisen berechnen. Es gibt sogenannte kein Standard in dem Sinne. Es gibt Literatur dazu. Manchmal ist diese Zahl aus der Qualität der produzierten Teile, aus der Effizienz der Maschine. Also wie viel Ausschuss das Ding produziert, aus der Effizienz der Maschine und aus der Qualität der Wartung. Bitte nachforschen. Ist nicht relevant für die Vorlesung an sich, aber es ist interessant, wenn ihr ein bisschen euch einliest in dem Thema. Aber da es nur ein Beispiel ist, da möchte ich jetzt nicht mehr in den Detail gehen. PPM ist bekannt. Ja? Durchlaufzeit auch. Gut. Auf jeden Fall messen wir die Effizienz, die Qualität, also die Produktivität, die Qualität und die Durchlaufzeit. Und wir haben diese Daten. Qualität, Produktivität und Durchlaufzeit. Wir haben Daten über 5 Perioden, also 5 Wochen zum Beispiel. Ich habe in der Kalenderwoche 1 eine Qualität von 320 ppm, ein OEE von 0,71 und eine Durchlaufzeit von 13 Tage. In der Kalenderwoche 2 habe ich eine Qualität von 315 ppm, eine Produktivität von 0,69 und eine Durchlaufzeit von 10 Tagen. In der Kalenderwoche 3 habe ich eine Qualität von 325 ppm, eine Produktivität von 0,81 und eine Durchlaufzeit von 9 Tagen. In der Kalenderwoche 4 gehe ich hier runter auf 305, eine Produktivität von 0,79 und eine Durchlaufzeit von 8 Tagen. Und in der Kalenderwoche 5 habe ich eine Produktivität. Also die Frage, die wir uns stellen, ist dieses System in Alignment oder nicht? Okay? Sind diese KPIs, gehen die in eine gemeinsame Ausrichtung oder gehen die voneinander unabhängig weg? Und diese Frage werden wir heute beantworten mit einer bestimmten Methode, nämlich dieses Nemawashi. Okay? Wenn es im großen Stil geht, braucht man sogar genetische Algorithmen, um sowas zu lösen, weil das nicht geht. Wir machen es heute mit der Kreide und mit ein bisschen Stift, aber mit ein bisschen Papier. Aber wenn es groß geht, braucht ihr halt das Know-how von dem Paper. Okay? Deshalb möchte ich, dass ihr das eigentlich einstudiert. Gut, wir haben diese Daten und die haben wir dann aufgenommen. Okay? Die nehmen wir in der Fabrik auf, wie auch alle anderen Daten. Und da gibt es einen ersten Schritt. Es findet eine Normierung nach KPIs. Okay?
Und zwar die einfachste Normierung, wie ihr das schon kennt. Aus der Statistik ist, ich nehme mir den Wert minus den minimalen Wert von der Serie geteilt durch den maximalen Wert von der Serie minus den minimalen Wert von der Serie. Und so bleibe ich zwischen 0 und 1. Ich mache das. Das ist ganz einfach. Bei der Qualität in der Kalenderwoche 1, 320 ist mein Wert, minus den minimalen Wert von der Serie. Was ist der minimale Wert? 300. Geteilt durch den maximalen Wert von der Serie, 325, minus 300. Okay. Nächste. 315 minus 300 geteilt durch 325 minus 300. 325 minus 300 geteilt durch 325 minus 300. 305 minus 300 geteilt durch 325 minus 300 und 300 minus 300 geteilt durch 325 minus 300. Ihr merkt, es gibt immer einen Wert, der 1 ist, das ist der maximale, und es gibt einen Wert immer, der 0 ist. Und alles andere bleibt dazwischen. Wenn wir das machen, geteilt durch 25, das ist 0,8. 15 geteilt durch 25, 0,6 und 0,2. Und das ist die Normierung nach KPI in Qualität. Bitte macht das Gleiche für die Produktivität und für die Durchlaufzeit. Bei der Produktivität ist genau das Gleiche. 0,71. Den Wert minus den Minimum, 0,69. Geteilt durch Maximum, 0,81. Minus Minimum 0,69. Und das ergibt Ihnen einen Wert. Dann nächste 0,69 minus 0,69 geteilt durch 0,81. Minus 0,69, 0,81, minus 0,69, 0,81, minus 0,69, 0,79, minus 0,69, 0,81, minus 0,69 und 0,8. Minus 0,69 geteilt durch 0,81 minus 0,69. So, könnt ihr mir sagen, was das gibt? Bitte? Bitte? 0,16? 0, 1, wie bitte? 0,8391. Gut, danke. Und dann bei der Durchlaufzeit haben wir
13 minus 7 geteilt durch 13 minus 7. 10 minus 7 geteilt durch 13 minus 7. 9 minus 7 geteilt durch 13 minus 7. 8 minus 7 geteilt durch 13 minus 7. Und 7 minus 7 geteilt durch 13 minus 7. Das gibt 1, das gibt 0. Und der Rest bitte. 0,5. Vielen Dank. So, warum machen wir diese Normierung? Das ist wichtig, damit wir nachher diese Daten zueinander vergleichen können. Wir können in diese Form, in diese Originalform, sagen wir 0, diese Daten zueinander nicht vergleichen, weil eine Änderung von einer Einheit in der Qualität in ppm bedeutet ganz wenig, aber eine Änderung von einer Einheit in der Produktivität bedeutet sehr viel. Deshalb, wir können diese Daten, so wie sie sind, nicht vergleichen. Deshalb machen wir die Normierung zwischen 0 und 1. Okay? Und jetzt haben wir alle Daten, Qualität, Produktivität und Durchlaufzeit zwischen 0 und 1. Und das ist wichtig für den nächsten Schritt, damit wir sie vergleichen können in der Zeit. Okay? Verstanden? Gut, dann mache ich ein Bild. Und der zweite Schritt ist die Normierung. Nach Zeit. Wir können jetzt, weil die alle Werte zwischen 0 und 1 sind, können wir sie vergleichen. Okay? So, alle Werte von einer Woche müssen, diese drei Werte müssen 1 aufaddieren. Okay? Alle drei Werte müssen 1 aufaddieren, damit wir sie nachher visuell darstellen können. Und wie machen wir das? Kalenderwoche 1, Qualität, Produktivität und Durchlaufzeit. Machen wir das? Damit wir alle 1 aufaddieren? Komm. So, 0,8 geteilt durch die Summe. 0,8 plus 0,6 plus 1. Dann 0,6 geteilt durch die Summe. 0,8 plus 0,6 plus 1. 1 geteilt durch 0,8. Plus 0,6 plus 1. Okay? Ist das klar? Easy peasy. Okay, 0,6 geteilt durch 0,6 plus 0 plus 0,5. 0. 0,5 geteilt durch 0,6 plus 0 plus 0,5. Natürlich, ich schreibe jetzt alles, damit nachher nachvollziehbar ist. Wenn es in die Prüfung kommt, dann musst ihr nicht alles aufschreiben. Okay? Wenn's, das plus 0 musst ihr nicht machen. 1 geteilt durch 1 plus 1 plus 0,33. 1 geteilt durch 1 plus 1 plus 0,33
Und 0,33 geteilt durch 1 plus 1 plus 0,33. Kalenderwoche 4. Geteilt durch 0,2 plus 0,83 plus 0,83 geteilt durch 0,2 plus 0,83 plus 0,6 und 0,6 geteilt durch 0,2 plus 0,83 plus 0,6. Kalenderwoche 5 ist 0, 1, 0. Okay, wir machen die Rechnungen und dann machen wir weiter. Jetzt kommt's. Also ich wiederhole, wir haben Daten irgendwo aus der Fabrik, Qualitätsdaten, Produktivitätsdaten und Durchlaufzeitsdaten. Dann normieren wir nach den KPIs, damit wir alle Daten zwischen 0 und 1 haben, alle Säulen zwischen 0 und 1 haben, mit dem Ziel, dass wir sie in der Zeit vergleichen können. Weil vorher wäre Äpfel mit Birnen, mit Aprikosen verglichen. Und das geht nicht. Wir müssen sie zunächst mal normieren. Und danach machen wir den besagten Vergleich pro Kalenderwoche. Und jetzt haben wir Werte, die wir vergleicht haben. Okay? Was machen wir jetzt? Wir stellen jetzt ein sogenanntes Ternary Diagram dar. Das ist Schritt Nummer 3. Wir machen ein Ternary Diagram. Das ist nichts anderes als ein Dreieck. Okay. Empfehlung, das Beste ist, wenn ihr jetzt die ganze Zeit guckt. Wir können es gerne nochmal wiederholen, aber bitte zuschauen, weil dann versteht ihr alles am besten. So, okay, nicht angekommen. In den Ecken machen wir die Kennzahlen Qualität, Produktivität und Durchlaufzeit. Ist egal welche, weil es wurscht, okay? So, und jetzt pass auf. Es gibt in diesem Dreieck gibt es drei Achsen. Einmal für Produktivität senkrecht gegenüber von dem anderen. Ich habe hier oder besser senkrecht bis zum Mittelpunkt von der anderen Ecke habe ich hier die Achse Produktivität. Alles was hier ist, hat Produktivitätswert von 1, Entschuldigung. Alles was auf dieser Linie ist, hat einen Produktivitätswert von 0. In der Mitte dementsprechend auf 0,5. So, alle diese Punkte auf dieser Linie haben einen Produktivitätswert von 0,5 und so weiter und so fort. Okay? Dann auch so rum. Okay, zum Mittelpunkt. Also wenn man es auf dem Papier macht, dann ist genauer. Dann habe ich hier Qualitätswert von 1 und hier habe ich einen Qualitätswert von 0. Und hier habe ich einen Qualitätswert von 0,5. Und hier genau das Gleiche. Hier habe ich einen Durchlaufzeitswert von 1. Hier habe ich einen Durchlaufzeitswert auf dieser Linie von 0. Und hier senkrecht. Durchlaufzeit ist 0,5. Okay, also wir haben drei Achsen in einem Bild.
bitte hierher schauen. So, und jetzt versuchen wir diese Punkte, jede Woche ist ein Punkt, darzustellen. Qualität 0,41. Okay, dann schaue ich auf diese Achse, Qualität 0,41. Das war Qualität 0,5, also 0,41 wäre irgendwo hier. Qualität 0,41. Alle Punkte in dieser Linie haben eine Qualität von 0,41. Produktivität 0,08. Produktivität 0,08. Also irgendwo hier. Wo sie sich beide kreuzen, habe ich einen Wert von der Kalenderwoche 1. Okay? Nächste. Kalenderwoche 2, 0,55 in Qualität. Irgendwo hier. 0 in Produktivität. Also hier. 0 in Produktivität. Das ist Kalenderwoche 2. So, mein System ist oder hat gewandert zwischen Kalenderwoche 1 und Kalenderwoche 2. Ist gewandert von in die Richtung. Okay? Kalenderwoche 3. 0,43 in Qualität. Also auch ungefähr hier. 0,43 in Produktivität. Ungefähr hier. Dann habe ich Punkt Nummer 3. Kalenderwoche 4, 0,17. Irgendwo hier, 0,17, 0,7 in Produktivität. Entschuldige, das ist falsch. 0,17 in Qualität ist so. Und 0,7 in Produktivität. 0,7 ist irgendwo hier. Also, ich habe hier Nummer 4. Und 0, 1, 0. Also das ist dieser Punkt. So, wir haben ein System, der wandert von hier in die Richtung. Soweit verstanden? Ja, Fragen? Weil alle Punkte in diesem Dreieck addieren 1. So, wenn ich jetzt 2 Punkte festlege, der dritte ist korrekt. Okay? Alle Punkte in diesem Dreieck addieren 1. Das, ich erkläre gleich, oder besser gesagt, ich erkläre es jetzt, dass du gefragt hast. Was ist die geometrische Erklärung von diesem Dreieck an sich? Du hast 3 KPIs. Auf 3 Achsen, Qualität, Produktivität und Durchlaufzeit. Die sind nicht orthonormal, aber ist egal in dem Sinne. Du schiebst und machst eine Scheibe von diesem Raum. Diese 3 KPIs beschreiben einen Raum. Die hier ist eigentlich eine Kurve. In dem Raum, Kalenderwoche 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Die Projektion von dieser Kurve auf diesem Dreieck, auf diese Scheibe, die Scheibe hat hier einen Wert 1, 1 und 1, die Projektion von diesen Punkten, also den Schatten, ist genau das hier. Okay?
Das ist die geometrische Erklärung von dem ganzen Zeug, was wir machen, visuell. Okay? Alle Punkte innerhalb von dem Dreieck addieren 1. Deshalb suchen wir nur nach 2. Okay? So, und die Kondition für Alignment. Ist folgende. Das Abstand zwischen T sub i und T sub i plus 1 kleiner ist als der Abstand zwischen T sub i plus 1 und T sub i zu 2. Beziehungsweise größer. Okay. Das bedeutet, dass diese Striche müssen immer kleiner werden. Dann sind wir in Alignment. Im Kern, also grafisch dargestellt, wir sind in Alignment, wenn wir immer uns näher einem Punkt annähern. Wenn die Kurve sich immer zu einem bestimmten Punkt und sich nicht wegbewegt. Wenn der Abstand zwischen diese zwei Punkte größer ist als der Abstand zwischen den nächsten, dann haben wir eine Kondition in dieser Zeit von Alignment. Okay?